Tabak im Garten selber anbauen? Darf man das eigentlich? Und wenn ich im Garten, vielleicht sogar im Kübel, was muss ich da alles beachten? Und wann ist der Tabak erntereif? Ah, und was muss ich damit noch machen, damit ich den dann auch rauchen kann? Darum geht es in dem Video heute. Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Und ganz neu, jedes meiner Videos kannst du schon eine Woche vorher auf Watch Better sehen. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Darf man Tabak im Garten oder im Kübel anbauen? Ja, eindeutig ja. Und wie viel? Also bei 100 Pflanzen wird noch keiner was sagen. Es geht einfach darum, dass du das für den Eigenbedarf machen darfst, aber du darfst es nicht vermarkten, also auch nicht an der Steuer vorbei. Darum geht es dann hauptsächlich. Ja, 100 Pflanzen für den Eigenbedarf ist schon sportlich und Rauchen ist natürlich ungesund, auch wenn du eigenen Tabak anbaust. Und ich bin so ein, nenne ich mal, Genussraucher. Ich komme manchmal in der Woche auf 2 oder 3 Zigaretten und dann mal wieder viele Wochen gar nicht. Starten wir ganz am Anfang. Wo bekomme ich Samen her? Ganz einfach, da oben, die reifen Samenkapseln, die braunen. So sehen die dann aus und die kann man aufbröseln und dann trudeln ganz feine Samen heraus. Ja toll, und wenn du noch keine reifen Samenkapseln hast, ich packe dir mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Es gibt verschiedene Bezugsquellen und dann kannst du deine Samen auch kaufen und dann ab dem nächsten Jahr selbst vermehren. Und mit dem Anbau startest du idealerweise Ende März, Anfang April und sähst das ganz fein in Töpfe aus. Obacht, nicht mit Erde bedecken. Tabak ist ein Lichtkeimer. Das wird nur auf die Erde aufgestreut und dann vorsichtig bewässert. Die Jungpflanzen, die kannst du dann, wenn sie groß genug sind, vereinzeln in Töpfe setzen. Und bereits ab Mitte Mai, nämlich nach den Eisheiligen, dann auch rauspflanzen in den Garten oder halt in einen Kübel. Wähle den Kübel nicht zu klein, also das wäre für meine Begriffe die unterste Grenze. Ja, es geht auch kleiner, aber dann musst du einmal öfter gießen, für Nährstoffversorgung sorgen. Mein Nachbar hat das auch in etwas kleineren Kübeln angebaut. Das ist der beste Beweis, dass es auch geht. Der richtige Platz im Garten ist ein nährstoffreicher Boden, ein heller, sonniger Standort. Und bei mir ist das in der Fruchtfolge der Platz nach den Erbsen, nach den Bohnen, also nach den Schwachzehrern, hatte ich bisher hier immer die Brache. Und da der Tabak sehr fruchtfolgeneutral ist, ich habe kaum Pflanzen, die jetzt in der Folge vom Tabak dort nicht stehen könnten. Also habe ich jetzt hier die Brachfläche genutzt und im folgenden Jahr kommen dann hier Starkzehrer wie Kohl oder Tomaten auf die Fläche. Das Spannende ist auch, die Tabakpflanzen, die wachsen so gesund. Keine Schädlinge dran. Wie kann das sein? Ja, das Nikotin, das vertreibt die Schädlinge. Und ich habe den Eindruck, dass das auch auf die benachbarten Pflanzen eine Auswirkung hat. Die wachsen auch gesund. Ich habe hier kaum Probleme und auch dann in der Fruchtfolge. Aber das ist jetzt nur ein persönlicher Eindruck. Aber vielleicht weißt du ja darüber mehr. Das muss ja doch einen Grund gehabt haben, warum auch in alten Bauerngärten Tabak mit zwischengepflanzt wurde. Und wenn es nur dieser kleine Ziertabak ist, vielleicht geht es ja da um die Vorteile, Schädlinge zu vertreiben, Blühakzente zu haben, um Insekten anzulocken. Wenn du das genauer weißt, dann schreib uns das gern unten in die Kommentare rein. Aber zurück zum Ablauf. Mitte Mai habe ich die Pflanzen ausgepflanzt und dann noch ein bisschen drauf geachtet. Schnecken finden die tatsächlich auch sehr lecker. Aber ab einer gewissen Größe ist der Pflanzenzuwachs so groß, dass auch keine Schneckenkolonie dem Tabak was anhaben kann. Dieser Sommer war sehr trocken. Zwischendurch hingen die Pflanzen auch mal ein bisschen schlapp. Die Kulturen ringsherum habe ich auch bewässert. Da hat der Tabak auch zusätzlich Wasser abbekommen. Aber der hat sich in der Trockenheit hier trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Wenn du den Tabak nur für die Blätter anbaust,
dann ist es ratsam, die Blütentriebe abzuschneiden. Dann geht die ganze Kraft in die Blätter und du verzichtest dann zwar auf die kostbaren Samen. Das wäre auch jetzt für mich eine Variante. Jetzt habe ich ja hier reichlich Samen, kann mir Vorräte für die nächsten Jahre anlegen und dafür aber im nächsten Jahr rechtzeitig die Pflanzen, also sobald Blütentriebe kommen, kappen, um gesündere, größere Blätter zu haben. Moment, noch größere Blätter? Ich weiß ja nicht. Und wann ist der richtige Erntezeitpunkt? Ich habe gelesen, nach 60 Tagen. Ich habe aber auch gelesen, die Blätter, die sollten schon gelblich sein. Und bei mir sind deutlich mehr als 60 Tage um und äußerst wenig gelbe Blätter. Also handhabe ich das so, dass ich dann immer schon mal schaue. Und wenn die Blätter etwas gelblich werden, dann ja, gehe ich daher und zupfe mir die gelben Blätter raus. Idealerweise immer erstmal unten den Kranz einmal abernten und dann können nach und nach die oberen Blätter nachreifen. Theoretisch könntest du sogar die grünen Blätter ernten und die werden dann auch irgendwann beim Trocknen dann braun und sehen so aus wie Tabak. Aber tatsächlich schmeckt man einen Unterschied, ob man ein gelbes Blatt geerntet hat und dann raucht oder ein grünes. Also es schmeckt ein bisschen, ja, das schmeckt beim Rauchen grüner, so grasiger halt. Die geernteten Blätter, die fädel ich dann einfach auf so eine Gartenschnüre. Entweder du hast eine lange Nadel, um das aufzufädeln, oder du nimmst einen anderen Gegenstand. In dem Fall habe ich jetzt einen Schraubendreher genommen und der hat so einen kleinen Schlitz. Da habe ich einen kleinen Schlitz reingesägt und da kann ich das Band mit aufnehmen und durch diese dicke Ader durchstechen. Möglichkeiten gibt es da viele. Du kannst auch einfach mit einem spitzen Gegenstand ein Loch reinstechen und das hier durchpopeln. Wichtig ist nur, die Blätter gut auffädeln zu können. Man merkt auch, dass die Blätter schön klebrig sind. Also wenn du vorhast, viel zu ernten, dann zieh dir Handschuhe an, sonst hast du einen schwarzen Daumen, schwarze Finger. Wenn du noch ein paar einzelne Blätter ernten möchtest, kannst du auch ein kurzes Ende Draht nehmen oder eine Büroklammer. Und kannst auch die Blätter einfach mit dem Draht hier drüber hängen und musst nicht kompliziert fädeln. In anderen Regionen ist es üblich, nicht die einzelnen Blätter zu ernten, sondern die kompletten Strunken und dann kopfüber aufzuhängen. Und so können die auch an der Pflanze noch schön nachreifen. Auch das ist vielleicht eine Variante für dich. Die Qualität der Blätter ist auch nochmal unterschiedlich. Die Profis, die unterscheiden dann ganz unten die Sandblätter, ja, wegen dem Sand wahrscheinlich, weil schmutzig. Und dann sind das die Etage darüber, sehr wertvolle Blätter. Wenn die unversehrt sind, dann sind die ideal für Zigarren, für die äußere Wicklung. Und je höher man kommt, dann merkt man auch, die werden klebriger, die werden potenter, mit mehr Aroma, mit mehr Nikotin. Das sind aber alles Punkte, die bei mir eine untergeordnete Rolle spielen, denn bei mir gibt das einen Verschnitt aus allen Etagen und da gibt es eine gute Mischung. Verschnitt ist aber eher ein Begriff aus der Mischung unterschiedlicher Sorten. Bevor ich mit dem Tabakanbau gestartet bin, habe ich mir verschiedene Sorten besorgt. Dann haben wir die angebaut, fermentiert, verkostet. Letztendlich haben wir gesagt, die Virginia Gold, das ist so das, was unserem Geschmack am nächsten kommt. Wir wollen keine Zigarren rauchen, sondern eher die Zigaretten. Hatten aber auch den Havanna und den Kentucky dabei, die doch schon etwas
muffiger, zigarrenmäßiger waren. Und jetzt könnte man dahergehen und sich einen Verschnitt herstellen, also auch eine Zigarette mit ein bisschen mehr Aroma, wenn wir den Havanna als Anteil mit reinmischen. Anschließend werden die Blätter zum Trocknen aufgehängt. Aber die müssen nicht einfach nur trocknen, sondern die müssen noch fermentieren. Die werden noch die Farbe verändern. Du hast sicher schon mal Blätter gepresst, also ein grünes Blatt zwischen Zeitungspapier, zwischen Bücher. Und wenn man nach einer Woche nachgeschaut hat, dann war das immer noch grün, aber eben schön trocken. Wenn ich mir aber Tabak anschaue, der ist dann so braun und trocken. Was ist hier passiert? Morgens zieht hier der Nebel durch, der Morgentau liegt auf den Blättern und die Bakterien, die sorgen dann für die Fermentierung. Das sieht gut aus, zufällig gut geworden. Es könnte genauso sein, dass es zu feucht ist, dann fängt das an zu faulen. Das wiederum wollen wir auch nicht. Also hängen wir das doch lieber rein zum Trocknen. Schau mal, dass du einen geeigneten Platz bei dir findest. Ich habe einfach geschaut, wo sind hier in der Scheune die Nägel, habe noch Tabakreste gefunden und gehe davon aus, dass das hier ein guter Standort ist. Hier ist es von oben trocken, es ist keine direkte Sonneneinstrahlung, ein bisschen geschützt. Und wenn das neblig ist draußen, dann zieht hier auch immer die Feuchtigkeit rein. Und dann kann eine natürliche Fermentierung ganz langsam stattfinden. Also die Blätter hier in der zweiten und dritten Reihe, die sind schon genussreif. Für meine Begriffe fertig fermentiert, wobei ich da auch sagen muss, für meine Begriffe. Denn dieser Fermentierungsprozess, der wird so auf so viele verschiedene Arten gemacht. So gibt es zum Beispiel Fermentierungen über 2 Jahre in Eichenfässern. Oder es gibt auch schnelle Varianten, da werden die trockenen Blätter dann mit einer Mischung aus beispielsweise Wasser und Honig oder mit Aromen versetzt und dann in geschlossenen Gefäßen, das kann eine kleine Dose sein, aber auch größere Objekte werden dann kontrolliert fermentiert. Bei dieser langen, eher natürlichen Fermentierung wird mit dem vorhandenen Zucker, mit der vorhandenen Stärke gearbeitet. Also die Bakterien setzen die Stoffe hier um. Dabei geht etwas Nikotin und Zuckergehalt aus den Blättern verloren. Aber es kommen neue Aromen dazu. Und das, wie gesagt, das ist eine Wissenschaft für sich. Aber vielleicht probierst du es auch mal auf diese Weise. Wenn ein Standort zu trocken ist und die Blätter ganz offensichtlich nicht richtig fermentieren, sondern einfach nur getrocknet sind, dann kannst du mit einem Sprüher dahergehen und kannst die Blätter dann zwischendurch immer mal wieder nass sprühen. Das mache ich jetzt auch in meinem Fall. Die Blätter möchte ich jetzt schneiden, vorbereiten zum Rauchen und so trocken und bröselig lassen sie sich schlecht weiterverarbeiten. Wenn die Feuchtigkeit dann in alle Adern gezogen ist, dann kann man die Blätter wieder entfalten. Die sollten aber ein bisschen raschlich sein, also nicht komplett nass. Als erstes geht es darum, diese Strunken zu entfernen. Und da kann man das Blatt schön falten und dann den hier rausziehen. Für den nächsten Schritt brauche ich ein bisschen Technik. Da habe ich mir so einen Tabakschneider besorgt. Ich meine um die 25 Euro. Ich verlinke den mal. Das ist so ein kleines Modell, Kurbel dran, kann man am Tisch anschrauben. Und dann das Blatt durchdrehen. Und bei dem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es besser, wenn das so ein bisschen zweilagig ist. Denn ansonsten greift das manchmal nicht richtig und da sind sonst solche Partien nicht ganz sauber geschnitten. Deutlich besser ist da schon die große Maschine von meinem Nachbarn. Da hat man eine viel größere Fläche
Und die macht auch einen sehr sauberen Schnitt. Die wird mit Sicherheit ein bisschen teurer sein, habe ich noch gar nicht geschaut, aber ich suche die mal raus und verlinke die auch mal. Ja, und ich habe hier noch fleißig zu schneiden, aber dich interessiert sicher, wie werden daraus jetzt Zigaretten? Also einmal mit meinem klassischen Rauchzeug, Paper. Und Filter. Da muss man halt schauen. Also jetzt so noch leichte Restfeuchte. Das ist nicht so ideal dann zum Drehen und zum Rauchen. Schaue ich mal, dass ich das mit ein bisschen Trocknen noch mische. Der dreht sich auf alle Fälle nicht so leicht wie der gekaufte Feinschnitt. Ist doch etwas grober. Hier mal im Vergleich der gekaufte. Jawohl, die eigene Zigarette. Und da ich mit dem Drehen nicht so der Profi bin, überlege ich noch. Mein Nachbar, der hat sich so eine Maschine hier zugelegt, eine Stopfmaschine. Da nehme ich mir einfach diese vorgefertigten Hülsen, die Maschine einmal startklar machen, Hülse aufsetzen. Die Kammer befüllen, je nachdem, wie stark man das gestopfter möchte, dementsprechend Tabak rein. Und eine Drehung. Und fertig ist die Selbstversorgerzigarette. Zugegeben, mit ein bisschen mehr Übung ist die einfach gedrehte Variante dann noch ein Stück näher am Selbstversorger dran. Normalerweise wird nicht geraucht in der Wohnung. Herrliches Aroma und auch mit dem Hintergrund, dass das der selbst angebaute Tabak ist. Ah, da kann man das nur genießen. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun und vor allem auch aufzuräumen, hinterher alles wieder sauber zu machen. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht und du bist neugierig, was es demnächst wieder für Projekte gibt und schaust vielleicht auch wieder mit rein. Bis dahin, tschüss. Wäre mal spannend zu wissen, wie Oma und Opa früher den Tabak geschnitten haben, um zu rauchen. So eine Technik gab es da sicher noch nicht. Aber vielleicht weißt du das ja und kannst uns das mal in die Kommentare reinschreiben. Das wird jetzt erstmal ewig reichen oder ich muss mir viele Freunde einladen zum Mitrauchen.